Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es darum, wie wir PS5 Bases in unserem PS5 Controller einbauen. Ein ähnliches Video habe ich schon mal gemacht, das verlinke ich mal hier. Der Unterschied zu diesem Video ist jedoch, dass wir jetzt ganz neue Bases haben. Diese Bases muss man nämlich nicht mehr anpassen, um die in den Controller einzubauen. Man kann die ganz einfach so wie die sind übertragen und dann später die Sticks einsetzen. Apropos Sticks, da gibt es auch ein paar Neuerungen zu. Wir haben hier extra jetzt PS5 Sticks, das bedeutet, die haben die Form von den typischen Analog-Sticks eines normalen PS5 Controllers. Plus es gibt zwei neue Farben, einmal hier hellpink und hellblau. Die kommen ganz neu hinzu, die Höhen sind ungefähr alle gleich, das heißt es gibt immer noch L, M und S. Und insgesamt jetzt eine Farbpalette von 10 verschiedenen Sticks. Die Bases sind immer noch gleich, was den oberen Aufbau angeht. Das bedeutet, man hat immer noch 5 Kanten und kann sowohl die PS5 Sticks als auch die PS4 oder Xbox Sticks, die man so hat, draufstecken. Das bedeutet, falls ihr noch alte Sticks habt, könnt ihr die ebenso wieder übertragen. Das wäre kein Problem. Bevor wir jetzt jedoch lange weiterreden, würde ich sagen, begeben wir uns einfach an den Umbau. Und falls noch was zu erzählen gibt, ziehe ich das während durch. Starten wir mit dem Controller. Wie müssen wir ihn auseinanderbauen? Wie immer legen wir zuerst damit los, L1, R1 zu entfernen und die Blende zu entfernen. Wenn wir beides nun entfernt haben, können wir das zur Seite tun und mit unserem Schraubenzieher die 4 Kreuzschrauben hier oben und da unten entfernen. Wenn die 4 Schrauben entfernt sind, können wir die hier oben hin tun. Keine Sorge, dieser Controller sieht ein bisschen anders aus, den habe ich schon mal umgebaut. Und beim nächsten Step werden wir das jetzt noch mehr sehen, denn wir müssen einmal den Controller öffnen. Dafür entfernen wir die Rückseite. Und in meinem Fall ist es jetzt so, dass ich hier ganz viele Kabel drin rumfliegen habe. Also diese schwarzen Kabel, die hier jetzt verlaufen bei mir, die sind bei euch nicht da. Ihr könnt theoretisch die komplette Rückseite einfach entfernen. Das macht es bei euch noch ein bisschen einfacher. Lasst euch davon nicht irritieren. Denn die Schritte, die wir jetzt machen, sind genau die gleichen. Wir müssen zuerst die kleinen Mikrofone entfernen. Diese sind hier unten eingesteckt und müssen dann einfach nur rausgezogen werden. Und bei dem anderen, bei dem längeren Mikrofon ebenfalls einmal herausziehen. Dafür könnt ihr zum Beispiel eine Pinzette nehmen oder eure Finger und dann einfach nach oben raus und dann erstmal so lassen. Nun können wir auch die Batterie entfernen, indem wir diese nach oben einfach hinausziehen und zu dem Rest legen. Jetzt kommt uns eine Schraube hier entgegen. Diese Schraube möchten wir ebenfalls entfernen. Dafür drehen wir die einmal mit dem Schraubenzieher raus, lassen die in der Batteriehalterung drin und nehmen einmal die gesamte Batteriehalterung inklusive Schraube heraus. So, und tun das auch da oben hin. Bei mir jetzt, wie gesagt, dieser Teil, der wird nicht bei euch da sein. Hier ist theoretisch die ganze Platine frei. Wir müssen jetzt einmal hier außen dieses Flexkabel und dieses Flexkabel hier entfernen, indem wir die einfach einmal nach oben ziehen. Und das Flexkabel hier oben für das Touchpad müssen wir ebenfalls hier rausziehen. Bitte bei den Flexkabeln vorsichtig sein, da diese sehr brüchig sind und sonst kaputt gehen. Nun können wir unsere Platine herausheben. Das ist dieses Mittelteil, das grüne. Und das drehen wir einmal so herum, dass es frei liegt. Bei mir ist jetzt auch diese Elektronik frei, bedeutet, ich kann das mal zur Seite tun und zeigen, wie es bei euch jetzt aussehen würde, nämlich genau so hier vorne. Was wir jetzt machen müssen, ist einfach nur unsere Sticks abstecken. Das bedeutet, wir ziehen die einmal nach oben, dann sind die auch schon weg. Und dann nehmen wir unsere neuen Analog-Sticks und stecken die drauf. Da das jetzt 5 Kanten sind, es gibt 2 Richtungen, die man die aufstecken kann. Daher schaut ihr einfach mal, wenn ihr die draufsteckt, okay, gefällt euch das oder dann dreht ihr die halt anders herum. Je nachdem zeigt diese 5-Kant halt in eine andere Richtung. Da gibt es keine Regel. Ihr könnt die ungefähr aufstecken, wie ihr möchtet. Ihr müsst darauf achten, dass die Sticks oval sind. Das bedeutet, 2 Seiten sind glatt und 2 ein bisschen runder. Und so ist es hier in der Analog-Base auch. Das bedeutet, ihr könnt die einfach einmal drauf gucken, wo die gerade sind, sodass sie übereinstimmen und dann einfach nur draufstecken. Wenn das alles jetzt gemacht ist, müssen wir einmal unsere Platine zurücklegen. Wirklich nur legen, also genau so. Dann nehmt ihr eine Pinzette oder den Schraubenzieher und sorgt dafür, dass das kleine Mikrofon über der Platine ist und das Touchpad-Kabel ebenfalls über der Platine ist. So, ihr könnt es jetzt schon zusammendrücken. In meinem Fall muss ich noch schnell einen Remapper einlegen. So, mein Remapper habe ich eingelegt
Und nun können wir uns darum begeben, alle Kabel wieder einzustecken. Das heißt, ich stecke hier oben zuerst das Touchpad-Kabel wieder ein. Dann das längere Mikrofonkabel und anschließend noch die beiden Seitenkabel für die Trigger. Nun können wir uns auch an den Rest begeben. Das heißt, hierfür müssen wir einfach alles wieder zusammenbauen. Anfangen mit der Batteriehalterung. Diese stecken wir einmal drauf. Nehmen unsere Schraube und schrauben sie fest. Wenn diese festgeschraubt ist, können wir das kleine Mikrofon nehmen und dieses ebenfalls wieder einstecken. Nun, da das Mikrofon auch befestigt ist, kommt nur noch die Batterie dran. Diese stecken wir einmal ebenfalls hinein, sorgen dafür, dass die Kabel in der Batteriehalterung verlaufen und schließen den Controller. Dafür müssen wir einmal darauf achten, dass diese Halterung hier oben über den L1 und R1 Aussparungen sind. Wenn wir die dann reingedrückt haben, können wir den Rest des Controllers zusammenführen. Nun, da alles geschlossen ist, schraube ich schnell die vier Schrauben ein. So, um ihn noch fertig zusammenzubauen, brauchen wir das Mittelstück. Dafür einmal diese Spitzen hier oben unter das Touchpad schön einführen und dann immer entlang der Kontur alles zusammendrücken und zum Schluss noch R1 und L1 einsetzen. So, das war es im Endeffekt auch schon mit dem Umbau. Der letzte Schritt, den wir jetzt brauchen, ist natürlich das Aufsetzen des Sticks. Dafür wählen wir uns irgendeinen aus. Ich habe hier einen goldenen Controller. Ich würde daher einfach mal die gelben Sticks nehmen. Hier die kleine und die mittlere Höhe. Die stecke ich dann einfach nur hier drauf. Das bedeutet, man achtet darauf, dass die fünf Kanten übereinander liegen. Drückt das einmal zusammen und das war's. Wie man hier auch schon sehen kann, also die Sticks, die schleifen nicht. Die funktionieren einwandfrei. Da ist gar nichts. Und es freut mich auch sehr, sehr, dass es jetzt geklappt hat mit den Bases, dass sie so angepasst sind. Denn dadurch haben wir den Vorteil, viel, viel weniger machen zu müssen beim Umbau. Ihr müsst es wirklich nur zu dem Schritt auseinandernehmen, das hier abstecken, dann den neuen Stick draufstecken und das war's. Und ich finde, das ist ein extremer Vorteil. Vor allem, wenn ihr lange spielt oder gerne spielt, viel spielt, dann sind so auswechselbare Sticks extrem vorteilhaft. Ich habe bei allen meiner Controllern auswechselbare Sticks, allein aus dem Grund, dass die nach einer Zeit abnutzen und ich gerne auch für verschiedene Sticks verschiedene Höhen habe. Zum Beispiel bei FIFA habe ich immer ganz klein, nichts Besonderes. Und bei Call of Duty ist bei mir der rechte Stick immer ganz oben. Also die höchste Höhe benutze ich für den ganz rechten Stick. Dadurch habe ich eine deutlich größere Fläche, mit der ich zielen kann. Und mit dem linken, da habe ich auch dann immer den ganz kleinen und kann rennen. Ich finde es sehr hilfreich und vor allem auch die Möglichkeit, dass man sagt, okay, irgendwann die gelben Sticks, die mag ich nicht so sehr. Und dann einfach zum Beispiel die schwarzen drauf tut oder eine andere Farbe. Mir gefällt das extremst, weil man ohne irgendetwas umzubauen wieder einen kompletten Farbkontrast machen kann. Also man kann seinen Controller komplett customizen, ohne jetzt irgendetwas öffnen zu müssen. Und das Einzige, wo das noch fast genauso einfach ist, wäre die Blende halt. Oder L1 und R1 und beim Rest muss man dann schon den Controller aufmachen. Dafür finde ich diese Sticks sehr, sehr praktisch. Ansonsten, falls ihr irgendeinen Kommentar zu dem Video, zu der Aufnahme, zu den Produkten oder ähnlichem habt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das hier in YouTube reinschreibt oder mich auf der Website, da habe ich ein Kontaktformular eingerichtet, wenn ihr mich dort oder auf Instagram oder auf WhatsApp, Facebook und so weiter kontaktiert. Ich beantworte jede Frage, lese mir das auch sehr, sehr gerne durch und freue mich dafür euren Support. Das wäre es dann auch schon mit diesem Video und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video.